Guten Abend miteinander. Mein Name ist Kim Jong-un. Oberkommandierende der koreanischen Volksarmee und oberste Führer der koreanischen Volksrepublik Korea. Meine Hobbys sind Kriegerlis, Essen und seit neuestem Handorgeln. Und jetzt du, Frauli. Ich bin im Jung und seine Frau. Meistens sieht man mich nämlich sanft lächeln. Aber daheim, da hat er seine Fäden hier hängen. Mein Lieblingsessen ist alles, was aus dem Backofen kommt. Meine Stärke. Sie kennt ohnehin jedes Gerücht, das in der Volksrepublik Korea kursiert. Und meine Aufgabe? Sie ist zwar schon bereits pensioniert, aber nebenamtlich noch ihre Volkskommission für Parkplatzbelange. Mein Name ist Sol Jung, das ist nordkoreanisch und heisst übersetzt Frau Schwanger. Wenn wir gerade beim Thema sind, wie Sie wissen, lässt meine geliebte Kinder daheim in Nordkorea ja gerne mal ein bisschen faltern. Ja, wir müssen auch mal gerne etwas Neues ausprobieren. Und jetzt ist uns zu Ohren gekommen, dass bei Ihnen im Luzerner Hinterland eine Spezies soll leben, die besonders robust und besonders zäh soll sein. Wir haben von einem Mann in der Zeitung gelesen. Aber wir meinen da umgehend nicht etwa den, der seit 37 Jahren bei gleichen guten Musik ist. Der ist ja schliesslich in diesem Bötelbericht auch ganz toll rausgekommen. Eben, die robuste Person, die wir suchen, ist auch schon im Radio. Ja, sogar im Meteo gesehen. Der Herr wäre ein ganz interessantes Forschungsobjekt, um zu schauen, wie viel ein Mensch echt mag aushalten. Schliesslich hat er ja im letzten Jahr sage und schreibe 235 Mal den Napf bestiegen. Der hat also entweder vergessen, dass er am Vortag schon oben war. Oder eben der hat einen unheimlichen Durchhalterillen. Das nehmen wir uns eben unter. Wo, dass wir den Mann finden könnten. Mein Geheimdienst hat die Suche schon ein bisschen in die Grenzen. Dann müssen sie irgendwo in dem Hergiswil daheim sein. Hey ja, sonst wäre ja der nicht immer wieder bis auf den Napf und gerade wieder zurück. Ja, weil nur die Hergiswiler haben das Gefühl, hinter dem Napf für die Welt auf. Wo wir aber im Kräuterdorf ein bisschen umgefragt haben, wer der interessante Wanderer sei und was denn echt seine Motivation sei, haben die Leute aber nur immer gemeint, der will nicht mehr zu helfen stehen. Ja, dafür haben wir dann in diesem Hergiswil etwas anderes herausgefunden. Und zwar haben die offenbar den besten Frischkäse der Schweiz. Und wie ihr vielleicht wisst, du und ich seit meiner Schulzeit in Bern oben fürs Leben gerne Käse essen. Und darum wollen wir uns die Käseproduktion etwas genauer anschauen. Wir sind aber auch offen, um andere typische Schweizer Bücher zu lernen. Ja, genau, wenn mir nämlich die Fasnacht, die ihr hier veranstaltet, gefallen tut, dann würde ich die jetzt Nordkorea auch gerade einführen. Wir werden die Zunft anfragen, ob wir den Zunftmeister Limacher dafür noch Abschluss von der Fasnacht mit zu uns heimnehmen. So könnten wir das nötige Narrenknäuel importieren. Der hat das ja jetzt schon zum zweiten Mal gemacht. Langsam sollte ich das jetzt können. Eine Investition haben wir bereits ins All gefasst.
Und zwar möchten wir auch eine lokale Kulturinstitution finanziell ein bisschen unterstützen. Ja, was denkt ihr denn? Wer sonst sollte denn die 35'000 Schweizer Franken aufbringen für die Erweiterung vom Seppis im Flaschenmuseum? Und ganz neu ist ja diese Branche für mich sowieso nicht. Ich habe ja in Nordkorea auch so etwas Ähnliches, eine Art wie einen Flaschenverein. Ja, genau. Die Leute in unserem Straflager arbeiten ja auch ganz freiwillig. Als ich von meinem geliebten Führer gehört habe, dass wir reisen gehen, habe ich mich natürlich gerade schnell ein bisschen schau gemacht, wo man sich als Trend-Tourist in diesem Hinterland dann so einquartieren. Wir haben uns dann umgeschaut nach so einem Trendfeuerwehrmagazin. Das will ich so ein Scheider besetzt sein. Ja, baue man wegen der Fusionsabklärung mit der Feuerwehr geht noch. Sag nicht, die haben die Tunde in diesem Feuerwehrmagazin potenzielle Fusionsgegner eingesperrt. Bis der Zusammenschuss unter Dach und Fach ist. Nicht, dass es immer gerne noch so rauskommt wie Zufusen, oder? Nein! Die brauchen zumindest so ein Feuerwehrmagazin. Doch jetzt für die Asylsuchenden. Wenn das nur mit Feuer im Dach gibt. Hey, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Die Feuerwehr will ich auch begrüßen an den Entscheid. Das Feuerwehrchörli hat für den Stadtrat sogar schon ein Lied komponiert. Und das geht etwa so. Wir danken im Stadtrat von Herzen und freuen uns auf die Asylanten. Für die Übungen haben die Kommandanten in Zukunft 60 neue Figuranten. Bei anderen scheint der Entscheid etwas ausgelöst zu haben. Wir denken, dass der Zivilschutz für die Bewachung von dieser Unterkunft zuständig ist. Bei der ZSO-Napf gibt es zwei Wechsel. Der Wieser Jörg hat es scheint erkannt. Muss immer Rekrut der Marsch bloße, der Pass Alphorn nimmt zum Kommandant. Und der Werdo ja noch, der Blinz Werner, nach 150 Jahren hat er genug. Das Asylzentrum könnte ja bedeuten, dass er jetzt plötzlich zwei hätte zu tun. Item, ich habe mal ein Zimmer bestellt in dem Bed & Breakfast Hotel Peter und Paul. Peter und Paul? Ja. Tut der Pfarrer Martin neuerdings auch noch Zimmer im Pfarrhaus vermieten? Nein, das hat gar nichts mit der Kirche zu tun. Ich meine, das neue Bed & Breakfast Hotel, das im Sportrock-Kunden reinkommt. Die Geschäftsführerin hat gesagt, sie weichen zwar erst im Mai auf, aber wir zwei könnten das als Testgäste einzeichnen. Ja, sie möchten ihr neue komplettes Paket einmal an richtigen Gästen ausprobieren. Inbegriffen in diesem Komplettpaket sind lauter nützliche Angebote. Zum Beispiel zwei Rutschbahnfahrten im Kinderfreizeitpark nebendran beim Bovi. Ah, schön! Oder auch ein Essensbad für ein Pärli Wienerli mit Brot und Senf im neuen Restaurant vom Freiwiesel. Auch inbegriffen ist ein 50% Rabattgutschein auf die Immobilien vom alten Sportrock. Oder dann hätten wir hier noch einen 2-in-1 Gutschein beim Pam Pam oder Pickley oder wie auch das immer heisst. Das ist allerdings ein ganzes hingerfützigs Kinderlockvogel-Angebot.
In diesem Pammunde hat es nämlich umgegeben von jedem Produkt noch ein Stück im Regal. An dieser Stelle bedanken wir uns beim Adrian Steger von der Instrumentensammlung Milisauna. Er hat uns für heute Abend eines von seinen antiken Instrumenten zur Verfügung gestellt. Er hat gemeint, wir müssen ihm die Handorgel hier gar nicht mehr zurückbringen, sondern können die direkt in der Stadtmühle unten deponieren. Das ist ein guter Anfang für die beiden neuen Besitzer der Stadtmühle. So werden sichergestellt, dass die Wirtschaftsförderung und Kultur nicht zu verstehen verzehwassern. Bitte, Frau, jetzt noch mal zum Freiwissen. Oh, ja. Als Bauer durchlebst schwierige Zeiten. Als FCW-Fan könntest das doch. Bist noch Dortmund-Anhänger, könntest sagen. Wir stecken heuer im Ankerloch. Der Freiwiesu tut expandieren. Führt jetzt neben den Hühnermast ein Beiz und wir hoffen, er werde nicht selber seine Bestpaste. Ein Restaurant mit Selbstbedienung hat sein Bahnhöfli zuerst sollen geben. Das könne er, wenn bis freies Fetzen fliegt. Müsse er es morgen ja auch selber nehmen. Sein Gastro-Berater hat ihm gesagt, schau, dass du kein scheisse Dreck baust. Der Umgang mit Gäste kannst nicht lehren. Probier's einfach auf eigene Faust. Im Leuen haben sie zeitweise nicht gekocht. Der Küchenchef bleibe daheim. Sonst lande ich am Ende auf dem Teller. Noch im Bärbisigalstein. Schön. Wissen Sie, meine Damen und Herren, eigentlich haben wir ja zu unserem Gesangsbeitrag noch Karikaturen wollen präsentieren. Aber wir haben gehört, dass die Zeichnungen hier bei euch im Westen nicht nur ganz gut ankommen. Die Pressefreiheit wird mit den Füßen treten. In Nordkorea unvorstellbar. Der Böttu hat ja auch schon ein bisschen Angst bekommen, weil er so rechtslastig ist. Und hat darum klammheimlich die Postadresse geändert. Was erwartet sich denn der WB von einem Postadresswechsel? Wir hoffen, dass sich so wenigstens die nächsten paar Einsendungen in Schaller und Rauch auflösen. Also ich habe gehört, dass der Schauer Seppi seine Leserbriefentwürfe gar nicht per Post schickt, sondern jeweils direkt im Galli ins Büro bringt. Genau, nur so kann er ihm sicher gehen, dass seine Leserbriefe zu 100% grammatikalisch korrekt abgedruckt werden. Allerdings ist ja in letzter Zeit der Weg zum Böttu sogar für den Seppi zu gefährlich geworden. Um vom Bahnhof zum Böttu zu kommen, muss man ja jetzt schliesslich an der
Massplan vorbei. Und das ist umgegangen, ein ganz neuralgischer Punkt für Verkehrsunfälle. Ja, dort musst du mit dem Auto ganz besonders aufpassen. Wenn du von Hergisil hinter das Fahren kommst und den Massplan nicht richtig verwünscht, dann landest du direkt im Friedhof. Aber das ist ja umgegangen treffend, dass der Unfall letztes Jahr bei Massplan passiert ist. Stimmt. Der am Steuer hat zuerst kein Mass und nachher kein Plan gehabt. Aber wie ein nordkoreanisches Sprichwort so schön sagt, trinken viel, fahren viel. Habui. Das heisst übersetzen. Das kann man nicht übersetzen. Auf jeden Fall, auf der Post habt ihr ja jetzt umgegangen so ein modernes System, wo der Kunde kann ein Zettel einziehen und dann sieht, wenn er dran ist. Um ihren schnellen Kundendienst unter Beweis zu stellen, hat Willisauer Post jetzt einen Preis ausgeschrieben. Der, der es kurz schafft, so ein Postzettel zu ziehen, im Pöstchen gehen, ein Pony zu posten und der Gang noch nicht an der Reihe sind, der kriegt um den Gang einen Briefmarkenannetzer rüber. Wir zwei hätten das gerade mal ausprobiert. Zu unserer Überraschung haben wir das auch als auswärtige zeitlich problemlos geschafft. Sind aber sagen und schreiben immer noch nicht an der Reihe gewesen. Wo wir dann allerdings am Schalter gefragt haben, wo das wir jetzt unser Postgeschenk abholen können, hat der Herr nur so gefragt: Post, ihr seid da bei BLS? Du Frau, weißt du übrigens, an was man den Gesundheitszustand vom Kleingewerbe zu Willisau ablesen kann? Natürlich! An der Anzahl Drogerien! Genau. Und jetzt singen wir gerade noch eins von einem besonders innovativen Grossgewerbe. Zum Umsatz ankurbeln haben zwei Bus. Als Bäcker eine gute Idee. Eine Torte losschneiden kostet extra. Los sie ganz, ja, der längst grad für zwei. Oktoberfest in der Festhalle hat gefloppt, denn die Begeisterung ist klein. Absägen ist nimm drin gelegen. Weil die Schlager, wenn's teuer sei, die auswärtige Eventfirma hat nicht gewusst, dass wir zwei so fürs Zaufen nicht zahlt, denn das kannst ja kurz drauf haben, an der Viga den Ohr. Also, ich muss sagen, ich als Diktator bin ein grosser Fan von dem lokalen Fernsehsender, den ihr da habt. Dem Telenapf Telezentralschweiz, weil der hat ganz viele Ähnlichkeiten mit meinem Nordkorea. Ja, genau. Der Führer ist alleiniger Herrscher auf Lebzeiten. Es dringen darum gerne nur Informationen an Kosten, die im Führer gefallen tun. Vom letztjährigen Sprüchli oben hat man ja ganz grosszügig zensiert und nicht einmal alle Gruppen gezeigt. Weiter wird wie in Nordkorea auch beim Telenapf der Führer vom ganzen Volk bewundert. Kurz zusammengefasst, das Volk verhungert, aber Atomraketen braucht es. Koste es, was es wolle. Ja, apropos Zensur. Habt ihr schon von dieser Willisauer
Pornodarstellerin gehört. Ja, Crazy Angie heisst sie. Du, ich glaube, bei dem Zünfen da vorne wird es ganz schnell verpeinlich, der läuft ganz gut an. Das muss dem Umgang gar nicht peinlich sein, er ist schliesslich nicht der Einzige. Die Crazy Angie hat im Internet nach Darstellern für ihre Pornofilme gesucht. Der Andrang war riesig. Sie suchen jetzt offenbar aber immer noch zwei Produktionsassistentinnen. Ja, eine, die die Spitzbuben und Mädchenbeine ins rechte Licht könnte rücken. Und noch eine andere, die mit dem nackten Fleisch ein bisschen tricksen könnte. So, Damen und Herren, jetzt müssen wir aber langsam weiter. Du weisst es doch, sonst kommen wir doch zu spät zu unserem Käse-Seminar. Beim Kuhn-Sisidor. Beim Kuhn-Sisidor? Ich habe gemeint, wir haben das Käse-Seminar beim obersten Käseführer Oggi. Nein, der Oggi ist zu beschäftigt, das kann nicht. Der hat im Stadtrat darum jetzt müssen eine neue Vollzeitstelle übernehmen. Ja, was für eine Aufgabe hat der Oggi noch übernommen? Die Stadtpräsidentin hat den Stadtrat vor dem Mehraufwand gewarnt. Wir können ihrem Mann den Kulturpreis ja schon überleihen. Aber der müsse in Zukunft jemand anders mit ihm Städtchen auf- und abstolzieren. Ah, genau. Auch wir stolzieren jetzt wieder weiter. Ruben Hennig, Adi Mittag. Adi Messi.